Far Cry 3. Blood Dragon. Ja, da wären wir wieder bei Far Cry 3, Blood Dragon. Und wir sind hier gleich, werden von Anfang an hier umzingelt von Gegnern. Deswegen will ich auch mal wieder nicht großartig hier was rum erzählen, sondern konzentriere mich lieber aufs Kämpfen. Da kommt nämlich gerade wieder so ein... Was war das denn jetzt, Alter? Ich verzieh mich hier mal. Kommt jetzt nämlich gleich wieder so ein dickes Vieh an. Oh ja, da ist er. Bam! Hat sie ihn erwischt. So wird das gemacht, mein Freund. Jetzt klauen wir nochmal hier schnell die Herzen. Und dann haben wir jetzt den Auftrag, da so einen Ingenieur in dem Gebäude zu finden, weil im letzten Teil unser C4000 ja kläglich versagt hat, hier bei der Sprengung des Dams. Wow! Ja, das passiert, wenn man einfach um die Ecke kommt, ne? Bam. So. Ich will mich hier gar nicht weiter aufhalten. Ich will nur schnell das Herz hier mitnehmen. Denn wir wissen ja, dass man die für viele verschiedene Dinge gebrauchen kann. Zum Beispiel zum Verfüttern an Dinos. Oh, was hier? Oh, yes, Alter. Oh mein Gott. Baby, wo bist du bisher nur gewesen? Ja, das frage ich mich auch. Wo bist du bisher nur gewesen? Kann ich hier für Muni kaufen? Oh, das ist langweilig, dafür kann man gar nicht mehr tragen. Oh, ist das mies. Erinnerung. Werfen Sie ein Cyberherz auf den Gegner, damit Drachen in der Nähe ihn angreifen. Oh Gott, 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 Gott. Ja, die Waffe macht richtig Laune. Aber irgendwie ist sie hierfür gerade nicht so ideal, deswegen werde ich mal wieder auf mein normales Gewehr switchen. Stirb. So. Ja, wortwörtlich platzt ihm der Kragen. Wir werden hier gerade wieder beschossen. Und da hinten ist noch so ein Typ. Besser auf, wir da unseren. Oh ja, Baby. Hol den Heli vom Himmel. Oh yes, so wird das gemacht. Geht kacken! Oh shit. Verdammte Scheiße, verdammte Scheiße, verdammte Scheiße, verdammte Scheiße, verdammte Scheiße, lauf, 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 lau
Heilung. So. Ah, hier ist Neumond. Sehr gut. Da hinten ist jetzt so ein Dino-Vieh. Ich hoffe, dass unser dickes MG hier ausreicht, um das Vieh zu Kleinholz zu verarbeiten. Oh Gott, das reicht nicht aus. Es reicht nicht aus. Oh shit. Hol dir das Herz. Oh, fuck. Fuck, 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 fuck. Oh, shit. Oh, Gott. Ja, es ist Drachenblut, Erfolg freigeschaltet, heilige Mutter Gottes. Alter. Und das war jetzt echt krass. Oh nee, oder? Da unten muss ich hin. Ah, hier ist eine Kiste. Neues Geld. Gibt es hier noch etwas Besonderes? Nee, gibt's nicht. Ach, springen wir hier runter. So, wer nimmt schon die Treppe? So, die Tür ist offen. Und da ist schon der Ingenieur. Ich bin kein Held. Ich bin nur ein einfacher US Military Mark IV Cyber Commando. Jo, ganz bescheiden wie immer. Ich einen Weg zum Reaktor, damit ich ihn runterfahren kann. Ich bin kein Cybersoldat. Okay, und dann gehen Sloan die Lichter aus. Missionsziel, den Ingenieur beschützen. Machen wir. Ja, Kollege, dann lauf nicht vor hier, ne? Ist gefährlich. Ich warte hier, während Sie Ihr Ding machen. So, ich nehme an, wir sollen diesen Raum hier säubern. Ist da überhaupt jemand? Oh ja, da ist jemand. Oh yeah, baby. Nachladen. Rock'n'Roll. Oh yeah, so wird's gemacht. Was, du schlägst mich nieder? Spür das Cybermesser! Oh mein Gott, das werden immer mehr. Ach, was, da oben sind ja auch welche. Ich hoffe nicht, dass das hier wieder so eine Aktion wie mit dem Spider wird. Mein Gott, wie komme ich denn da jetzt hoch hier? Oh. Aber dafür habe ich ja was. Oh, ja, Baby.
So wird's gemacht. Hier komme ich hoch. Mal schnell aufs neue normale Gewehr gewechselt und dann wollen wir mal hier die Geschichte zu Ende bringen. So, den hätten wir auch. Oh, ernsthaft? Nee, doch nicht. Sehr gut. Sehr gut! So. Ja, das habe ich. Warum beschützen Sie die Männer nicht, die unter Ihrem Befehl stehen, Sloan? Nur die Starken können sich selbst schützen. Das habe ich im Krieg gelernt. Zum Sieg hat es bei uns nicht gereicht. Wir haben Kanada zu einer nuklearen Einöde gemacht. Das war lange nicht genug. Aber mein Sohn, das wird sich bald ändern. Mein Sohn? Das verspreche ich dir. Das will ich jetzt überhört haben. Ich warte hier, während Sie Ihr Ding machen. Achtung! Säuberung von mutagenen Biotoxinen auf Unterebene 3. Säuberung auf Unterebene 3. Mann, 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 hier sind echt viele von diesen Cyber-Typen. Was schlägst du mich, ey? Spür das Cybermesser! Du spürst auch! Oh, scheiße, da kommt einer von den Großen. Dann wechselst du mich wieder auf meine kleine Gatling-Gun. Und tschüss! Da ist ja noch einer. Der hat mich sogar erwischt. Aber dafür haben wir ihn jetzt erwischt. Echt praktisch, dass wir dieses Ding hier gefunden haben vorhin. Das erleichtert das Kämpfen gegen diese Megatypen nämlich ziemlich. Hier haben wir noch ein neues C4, aber das können wir anscheinend nicht nehmen. So. Mal kurz die Karte abchecken. Da unten sind noch welche. Den hätten wir auch. Ah, shit. Ich habe fast keine Muni mehr. Mein normales Sturmgewehr hier. Liegt hier irgendwas? Anscheinend nicht. Jo, dann werde ich jetzt mal hier mit der Schrotflinte in den Nahkampf gehen irgendwie. Oh Mann, dann spült das Cybermesser. Mal schnell heilen. Jo. Da hier war doch irgendwo eine scheiß Leiter da hinten. Ganz brav klettern wir hier runter. Oh, wir werden natürlich auch sofort wieder beschossen. Sehr schön. Sehr schön. Wissen Sie was, Sloan? Ihre Omega Force ist nur ein Omega Fuchs. Los, Wissenschaftler, beweg dich. Beweg dich. Wo ist er denn jetzt? Oh, ey, jetzt geht er da weiter, oder was? Oh, Mann. Der Typ will, dass ich ihn beschütze, aber rennt hier permanent vor. Ey, das ist doch nicht normal. Oh, okay. Er hat das Ding anscheinend erreicht. Jetzt hab ich's. Das ist die Brücke zum freigelegten Reaktorkern. Kommen Sie! Oh. Was? Cyberhaie? Ich werde die Kontrollmechanismen überbrücken und lass das Baby überhitzen. Dann gehen Sloan die Lichter aus. Das haben Sie schon mal gesagt. Licht aus. Für immer. Okay. Wir sind fast da, Sergeant. Warnung. Starke elektromagnetische... Oh, Kacke. Was für Cyberhaie? Was meinte der da eben mit? Das hört sich echt nicht cool an. Die haben mich ausgesperrt. Sie müssen die Notfallüberbrückung des Schilds jetzt unter Wasser überbrücken. Aber denken Sie an die Cyberhaie da unten. Scanne. Unter Wasser nebenan zu aktivieren. Die Mira.
Warum war mir das klar? Cyberhai! Oh Mann, geh da hin, geh da hin! Oh, was schwimmst du denn mal vorbei, du? Ah, scheiße. Dreckshaie. So, jetzt hier noch den letzten. Mission beendet. Zurück zum Ingenieur, zum Händchen halten und frohlocken. Warum sage ich das? Gut gemacht. Jetzt muss ich mich nur ins System hacken und den Reaktorkern fallen. Die Cyberhelden waren ja gar nicht so dramatisch. Was? Parken? Ich öffne jetzt die Reaktorschilde. Oh. Die dürfen mich nicht töten, okay? Beschütze den Techniker. Ja, wir kommen zurück zu Blood Dragon. Wir müssen jetzt hier den Techniker beschützen. Ich habe jetzt da hier einen Break gemacht, weil die andere Folge, die Folge hier vorher schon ziemlich lang wurde. Und die Upload-Zeiten müssen ja noch im humanen Bereich bleiben. Deswegen machen wir jetzt hier einfach weiter. Und ich balle hier, während ich euch das sage, schon mal hier so ein bisschen rum. Ein bisschen sinnlos. Alles klar, die leben nicht mehr, die sind weg. Oder? Da ist aber noch was. Jo, das. Ah, da ist wieder einer. Tut mir echt leid. Ja, Techniker, arbeite weiter hier. Ich verteidige dich doch. Kommt der, kommt raus, wo immer ihr seid. Bam. Oh. Alter, die Typen halten vielleicht was aus. Mann. Was ist denn los? Sie haben ein paar Cybersoldaten übersehen. Mann, ey, Techniker hier. Chill mal. Ey, was heult der denn hier so rum? Ist doch alles halb so wild. Reicht's mir. Jetzt ist Schluss mit lustig. Hilfe! Retten Sie mich! Ja, tu ich doch. Sehr gut, Sergeant, aber helfen Sie nicht. Sie müssen den Reaktor schlagen. Schlagen? Schlagen Sie den Nuklearreaktor. Ernsthaft? Benji, nein! Was? Doc, ich hab's geschafft. Oh. Immer wenn ich irgendwas mache, geht hier einer drauf. Nein, Doc. Einer von meinen Freunden. Ein echter amerikanischer Held. Yay, Rock'n'Roll! Wie fühlen Sie sich nach dieser EMP-Welle, Rex? Ich fühle mich wie neu, Doc. Ich bin jeder Aufgabe gewachsen. Ich weiß nicht. In The Bishop of Battle bin ich so gut wie unbesiegbar. Doc, Sie spielen Computerspiele? Ja, Rex. Videospiele sind ein anderer Bewältigungsmechanismus. Wie jedes Hobby.
Sie verbessern die Hand-Auge-Koordination, Problemlösung, soziale Interaktion und das Selbstwertgefühl. Und keine Studie konnte je einen Zusammenhang zwischen Computerspielen und Gewalt beweisen. Ehrlich, jeder, der Spiele für schädlich hält, ist ein blöder Pimmel. Hey, da stimme ich hundertprozentig zu. Pimmel steht für partiell ignoranter Mensch mit elementarer Lernbehinderung. Oh mein Gott. Das hier ist kein Spiel mehr, oder? Doch, das ist ein Spiel. Und wie es ist. Und wie es das ist. So, was müssen wir denn als nächstes tun? Jagt etwas in die Luft. Da müssen wir als nächstes hin. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, war's das erstmal für heute. Wir machen dann beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, ihr seid auch weiterhin dabei. Ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal, ne? Ciao.